Hallo und herzlich willkommen auf musikmachen.de. Ich bin Quirin und heute teste ich für euch ein Ibanez TSA 15. Das Teil ist ein Vollröhrenverstärker mit 15 Watt. Und der Clou an der Sache ist, dass wir einen Tube Screamer direkt integriert haben. Wollen wir mal gucken, was an der Kiste so dran ist. Wir haben hier einmal die Tube Screamer-Sektion mit den Elementen Overdrive, Tone, Level. Wir können den hier an- und ausschalten. Dann haben wir einen Boost, der boostet das Signal um 6 dB. Und dann die Klangregelung für den Verstärker selber, Bass, Höhen und Lautstärke, an, aus und dann haben wir hinten noch einmal die Möglichkeit, den 15 Watt Amp auf 5 Watt umzustellen und haben diverse Speaker-Ausgänge mit den gängigen Impedanzen von 4 bis 16, einen Food-Switch-Anschluss und einen Einschleifweg. So, das war jetzt ohne den Tube Screamer. Ich schalte jetzt mal den dazu.